Das war der Start in der Begegnung zwischen WSF Liebler und KC Wetter hier. Eine rein deutsche Begegnung. Und der erste Ball des Spiels geht an Liebler nach Balleroberung durch den Spieler mit der Nummer 7. Foulspiel hier durch Wetter. Liebler bleibt also in Ballbesitz. Der erste Angriff geht also gegen Wetter. Aus Wetter schaffen es hier, den ersten Angriff aus Liebler abzuwehren. Nach einem Kampf um den Ball und einem Schiri-Entscheid geht der Ball an Wetter. Liebler also hier auf dem Rückzug. Wetter mit dem ersten Angriff des Spiels. Ecke für Wetter hier nach einem kurzen unsicheren Moment entscheidet das der Schiri so. Erste Ecke des Spiels ausgeführt von der Nummer 8 aus Wetter. Wo kann ich den herkriegen? Nummer 10 aus Wetter versucht hier das erste Tor zu erzielen. Nochmal Ecke für Wetter. Beinahe hier ein Ballverlust durch Wetter. Liebler durch den Spieler mit der Nummer 7 bekommt hier den Ball. Liebler jetzt also im schnellen Angriff auf das Tor von Wetter. Die Verteidiger aus Wetter noch nicht bereit. Und das erste Tor des Spiels geht an Liebler. Er zieht durch den Spieler mit der Nummer 8. Neuer Spielstand 1:0 für Liebler. Wetter jetzt hier mit der Konterchance versuchen, hier die Lücke in der Verteidigung der Lieblarer zu finden. Zwei Spieler in der Center-Position, während die restlichen drei ein Aufbauspiel betreiben. Sie versuchen hier jetzt die Lücke zu finden. Weniger als 20 Sekunden noch auf ihrer Shotclock, das heißt, hier muss jetzt der Versuch erzielen. Wurde er auch, aber der Spieler mit der Nummer 7 verfehlt das Tor. Der Schiri entscheidet hier eigentlich erst für den Abstoß vom Tor. Allerdings hier sehr faires Spiel durch den Lieblarer Spieler mit der Nummer 9. Er weist darauf hin, dass er noch einen Ballkontakt hatte, somit Ecke für Wetter. Nummer 4 versucht hier das Tor zu treffen.
hier einige Beschwerden aus dem Zuschauerraum nach einer Schiri-Entscheidung. Allerdings bleibt es dabei, Ballbesitz für Liebler. Der Spieler mit der Nummer 1 jetzt hier in der Angriffsposition sucht einen Anspielpartner. Nummer 7 hier mit dem Torversuch, geblockt durch die Verteidiger. Der Ball bleibt im Spiel, Liebler bleibt ebenfalls im Ballbesitz. Sie versuchen es jetzt hier wieder mit einem Aufbauspiel. Schnelle Vorstöße in Richtung Tor. Nummer 4 verfehlt hier das Tor. Abstoß für Wetter. Schneller Angriffsversuch hier durch KZ Wetter. Sie entscheiden sich doch nochmal dafür, den Ball nach außen zu spielen, nachdem hier keine wirkliche Lücke in der Verteidigung der Lieblarer auftauchte. 30 Sekunden bleiben noch auf der Shotclock hier für den Angriff aus Wetter. Nummer 9 versucht es auch hier wieder. Der Ball endet nach Ballkontakt mit Liebler im Outs. Das heißt erneut eine Ecke für Wetter. Diskussion hier innerhalb des Teams aus Liebler. Sie führen weiterhin mit 1:0 gegen den KC Wetter. Nummer 4 schafft hier die Führung weiter auszubauen. Neuer Spielstand 2:0. Nummer 3 aus Wetter versucht hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Es endet allerdings auch wieder hier nur in einer Ecke. 1 Minute 40 noch in der ersten Halbzeit. Liebler führt weiterhin mit 2:0. Ballverlust durch Wetter hier unter dem Tor aus Liebler. Liebler jetzt also in Ballbesitz. Schneller Angriffsversuch. Das Tor aus Wetter aktuell noch unverteidigt. Langer Versuch von der Nummer 9. Weit daneben. Der Ball endet unter dem Tor aus Wetter. Das heißt Abstoß für Wetter. Etwas mehr als eine Minute bleibt noch zu spielen. Es wird noch knapp hier in dieser ersten Halbzeit. Weniger als 30 Sekunden auf der Shotclock und noch 30 Sekunden zu spielen. Hier ein Fehlpass unter dem Tor der Lieblarer. Liebler jetzt wieder im Ballbesitz.
Schneller Konterversuch, weniger als 20 Sekunden bleiben noch zu spielen. Hier ein Passversuch auf die andere Seite. Nummer 8, das Liebler im Ballbesitz, Pass zu Nummer 2. Nummer 2 könnte auf das leere Tor werfen. Hier nochmal ein Pass zu Nummer 8. Nummer 8 versucht es hier mit beiden Händen, trifft allerdings nur den Rahmen. Wetter jetzt im Ballbesitz, langer Pass zu Nummer 5 vorne, abgeblockt durch die Verteidigung aus Liebler. Die letzten Sekunden laufen ab. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Nach den ersten 10 Minuten sind unsere pinken Wassersportsfreunde mit 2 Toren im Vorsprung gegen KC Wetter. Das war der Anpfiff in der zweiten Hälfte hier in der Herrenbegegnung Liebler gegen Wetter. Der erste Ball dieser zweiten Hälfte geht an Liebler, die während der ersten Spielzeit schon 2 Tore erzielen konnten. Wetter bisher noch ohne Torerfolg. Früher Treffer für Liebler durch den Spieler mit der Nummer 4, neuer Spielstand 3:0. Mach einfach mit der rechten Hand hier so. Hier rein und hier. Das hat so ein Rippchen. Du kannst dich hier rutschen auch mit einer Hand lenken. Ja. So. Ein bisschen weiter rüber. Also kannst du ruhig eher so. Okay, danke. Dieser Torversuch von Wetter endet in einer Ecke. Ich sehe den Ball nicht. Ja, da hat mir auch ein Problem. Okay, dann sag ich dir immer, das schneide ich dir dann zurück.
Ecke für Liebler. Hier nach einem Fehlpass, Ballverlust durch Liebler. Wetter jetzt in Ballbesitz Nummer 2, passt nach vorne zu Nummer 8. Nummer 8 mehr oder weniger alleine vor dem Tor aus Liebler, verfehlt, zweiter Versuch. Und das ist der Anschlusstreffer für Wetter. Er zieht durch den Spieler mit der Nummer 8. Neuer Spielstand 1:3. Liebler jetzt wieder im Ballbesitz mit der Counterchance. Wetter diesmal aber schneller auf dem Rückzug. Nummer 6 vor dem Tor aus Wetter versucht hier entweder zu werfen oder einen Anspielpartner zu finden. Allerdings verliert er erstmal nur den Ball. Wetter erhöht hier natürlich den Druck auf die Angreifer, möchte hier nicht noch ein weiteres Tor kassieren. Schnelle Anfahrt hier durch Nummer 8 von Liebler, sucht hier den Anspielpartner Nummer 3 in der Mitte. Nein, er schaltet sich Nummer 4 am Rand
Nummer 4 versucht sein Glück. Der Ball verlässt das Spielfeld. Abwurfstoß für KC Wetter. 3 Minuten bleiben noch zu spielen in der zweiten Halbzeit. Hier nach wie vor Liebler im Vorsprung mit 3 Toren. Tor für Wetter erzielt durch den Spieler mit der Nummer 7. Neuer Spielstand 2:4. Liebler hier klar dominanter als Wetter im Spiel. Weiterhin im Vorsprung mit 2 Toren und auch jetzt wieder im Angriff. Noch 2 Minuten zu spielen in der zweiten Hälfte. Es wird schwierig hier für Wetter den Ausgleich zu erzielen oder sogar noch den Sieg. Aber es ist noch nicht unmöglich. Der Kampf um den Ball wird durch die Pfeife des Schiedsrichters entschieden, und zwar für unsere Wassersportsfreunde, die Chance auch direkt nutzen. Nummer 4 aus Liebler erzielt ein weiteres Tor, neuer Spielstand 5:2. Knapp eine Minute bleibt noch zu spielen. Ich weiß nicht, ob das geht. Nummer 2 aus Wetter versucht hier ein Tor zu erzielen. Nummer 8 schafft es hier gekonnt, den Ball zurückzuerobern. Noch ein weiterer Versuch durch Wetter endet hier allerdings ohne Erfolg. Ecke für Wetter. Weniger als 40 Sekunden bleiben noch zu spielen. Nummer 8 aus Wetter führt hier jetzt die Ecke aus. Aber ich finde den Schwenk von dem Ding irgendwie schön. Wetter also wahrscheinlich hier mit dem letzten Angriff dieses Spiels. Torversuch durch die Nummer 4 von Wetter. Auch nochmal eine Ecke. Wieder ausgeführt durch die Nummer 8. Hier wieder ein Gerangel um den Ball. Und diese Begegnung endet mit einem Sieg für die pinken Wassersportfreunde aus Liebler mit 5:2 gegen den Kanu-Club aus Wetter. Thank you.
Vorstellung, das mache ich. Macht aber Spaß. Na, wobei, warte mal. Siehst du das? Ich weiß ja nicht, was das ist. Was? Doch, doch. So kann ich schnell rangehen. Aber ich will ja manchmal auch so langsam. Kann ich nicht?